Hallo meine lieben Freunde und Unterstützer. Heute gibt es ein kleines Erklärvideo, wie ich meine bisherigen Züge designt habe. Ich werde also erklären, wie man Paint dazu benutzen kann, eine eigene Lok zu kreieren. Drei Punkte vorweg. Erstens, ich lasse hier schnell eine Lok entstehen, damit es nicht langweilig wird. An meiner Langweiligkeit wollte ich nämlich arbeiten. Langweilig! Zweitens, es handelt sich hierbei um eine ausgedachte Lok, denn hin und her gucken auf Originalfoto und Modell kostet wiederum Zeit. Ihr könnt es ja dann später mit Vorbild besser machen. Ich mache heute einfach mal die DS-Baureihe ABCXYZ 1500. Und drittens, das Programm ist nicht sehr umfangreich. Das heißt, einerseits leicht nachzumachen, andererseits, es gibt bessere Programme mit mehr Effekten. Ich nutze also ab sofort Paint.net, dazu kann ich vielleicht noch mal ein eigenes Video machen, aber dieses Programm hier ist für mich jetzt veraltet und Geschichte. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem letzten Tutorial für Paint. So, fangen wir jetzt einfach mal so an mit einem weißen Blatt Papier. Also man könnte jetzt natürlich auch als Hintergrund ein bereits vorhandenes Flex-Event-Dokument benutzen, wo man dann ein bisschen dran rumbasteln kann und nur ein paar Kleinigkeiten verändert. Aber wir wollten ja jetzt heute mal von Null anfangen und deswegen erkläre ich mal ganz kurz die Funktion. Wir fangen mal an hier mit diesen Formen. Wichtig wird für uns sein die Linie. Warum springt er wieder zurück? Dankeschön. Linie. Da muss man einfach klicken und ziehen. Und wenn man loslässt, dann hat man da den Endpunkt geschaffen, den man nachher aber auch noch verändern kann durch weiteres Ziehen. Wieder hier anfassen, hin und her ziehen, wie man das dann haben möchte. Die Farbe kann bis dahin auch noch geändert werden, indem man hier sich die Farben natürlich auswählt. Wenn man andere Farben haben möchte, kann man übrigens hier Palette bearbeiten und da ein paar lustige Sachen ausprobieren. Das ist jetzt aber nicht so wichtig für uns. So, diese Linie brauchen wir also später auf jeden Fall. Genau, wenn man die irgendwie so gesetzt hat und ich halte ja offensichtlich noch die Maustaste. Wenn ich gleichzeitig dann mit der rechten Maustaste auch noch berühre, dann ist das wieder weg. Das heißt, wenn man also schon merkt, oh, ich habe jetzt komplett verzogen, dann kann man das dadurch dann wieder wegmachen. So, ja, das hier brauchen wir eigentlich eher nicht. So, Kreise, klar, kann man immer mal gebrauchen. Das Blöde ist, man kann jetzt nicht machen, dass der ganz genau rund ist, man muss halt, also das ist gleichzeitig auch irgendeine Ellipse oder so, das ist natürlich nicht ganz so praktisch. Ja, da muss man dann halt gucken, wie man es macht. Das gleiche gilt hiermit, hier kann man auch Rechtecke verschiedener Art machen, ja, an den Ecken ziehen, wie man es halt braucht. Und das nehmen wir jetzt auch als Basis. Also, achso, die Strichstärke kann man hier einstellen, machen wir mal 2, je filigraner das ist, umso schöner sieht es nachher eigentlich aus. So, das hier ist jetzt unser Dach von oben. Damit fängt alles an. So, wir können hier mit zoomen. Linke Maustaste zoomt rein, rechte raus. So, das erkläre ich sonst noch vorher. Radiergummi ist, glaube ich, klar. Kann man ein paar Sachen einfach wieder entfernen. Wieder hingemacht durch rechte Maustaste. So, nehmen wir mal an, wir haben als Hintergrund irgendein Bild mit irgendeiner Farbe, die wir nicht wissen. Genau, das machen wir übrigens mit diesem Farbfüller. Das ist ein Farbeimer. Drückst du irgendwo drauf, angrenzenden Pixel, die gleiche Farbe haben, werden dann gefärbt. Also, wenn jetzt der Hintergrund blau ist und ich nehme jetzt hier weiß, dann wird alles Blaue, was angrenzend ist, auch weiß gemacht. Das heißt also bis hin zu diesem schwarzen Balken, weil der eine andere Farbe ist als das Blau, was vorher da war. So, übrigens, man kann nicht nur, man muss nicht hier die weiße Farbe auswählen, um das hier wieder weiß zu kriegen, sondern man kann jetzt in dem Fall auch rechte Maustaste machen, um die zweite Farbe zu verwenden. Es gilt immer linke Maustaste, erste Farbe, rechte Maustaste, zweite Farbe. Und das Radiergummi macht übrigens auch radiert in der zweiten Farbe. Das heißt also, jetzt macht das hier alles weiß. Wenn man als zweite Farbe, also als Hintergrund praktisch, rot nimmt, dann radiert dieses Radiergummi rot. So, das brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt zu wissen. Ach ja, ich wollte mir ja kurz fassen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal schnell weiter.
Wir wollen jetzt hier eine Seitenwand der Lok dran machen. Gleiche Strichstärke wie gerade. Ich sag jetzt einfach mal, die ist ein bisschen gewölbt vorne und geht dann ein Stück runter. Sind wir jetzt schon, ja, das kann so bleiben. Zack. Das wird hier alles sehr pixelig, denn unser Blatt ist halt sehr klein. Das sollte eigentlich nicht mehr sein. Und im anderen Programm sieht es auch nicht mehr so pixelig aus. Deswegen nutze ich auch nicht mehr so gerne Paint. So, wir können jetzt hier versuchen, diese Linie länger zu kriegen, indem wir hier wieder auf Linie gehen und hier genau treffen und weiterziehen. Oder wir machen das anders. Und zwar mit dem Auswählen-Tool. Wir nehmen hier oben Auswählen, markieren hier einen Bereich der Linie, jetzt gehe ich mal ein bisschen nach links rüber, und dann ziehe ich das hiermit breiter. Also alles, was wir markiert haben, wird dadurch breiter. Da wir nur diese Linie haben, wird nur die Linie breiter. Wenn man also jetzt hier irgendwie so ein Gebilde hätte, und das ziehen wir jetzt breiter, dann wird natürlich alles breiter. Das sieht sehr cool aus. So, aber wir haben ja in diesem Fall nur die Linie breiter gemacht. Wollten wir auch. So, ich markiere das jetzt mal und drücke Rechtsklick ausschneiden, damit das wieder weg ist. Sonst müsste man da blöd rumradieren, habe ich keine Lust drauf. So, mit dem Markieren oder Auswählen-Symbol hier oben können wir auch noch was Lustiges machen, nämlich diese Frontseite auswählen, Rechtsklick kopieren, gehen wir jetzt nach links. Rechtsklick einfügen, dann haben wir das hier oben links hinzugefügt, ist noch ausgewählt, das heißt, wir können jetzt nochmal Rechtsklick drauf machen, drehen, da gehört irgendwie Spiegeln auch mit dazu, mathematisch gesehen eigentlich nicht, aber egal, horizontal spiegeln, da ist immer als Symbol aufgezeichnet, was dann passiert, also damit man sich das gut vorstellen kann, geht dann rechts rüber. So, jetzt können wir das hier dran setzen und sobald wir daneben klicken, ist es fest. Jetzt kriegen wir das auch nicht mehr weg. So, jetzt müssen wir hier durch unsere Methode von gerade rüberziehen. So, dann haben wir jetzt die eine Seitenwand schon geschafft. So, jetzt sollten wir mit dieser Seitenwand noch irgendwas Interessantes machen. Zum Beispiel einen Boden schaffen. So, den ziehen wir jetzt mal hier rüber. Okay, so kann das grundsätzlich erstmal schon mal aussehen. Machen wir mal schnell eine Tür hin. Ich wollte mich ja kurz fassen. So, rechteckiges Fenster. Könnt ihr anders machen. Ist ein bisschen dunkler da drin. So, das Modell machen wir jetzt mal schön in Rot. Jetzt müssen wir Räder hinzufügen. Das würde ich sagen, machen wir so. Also die Qualität ist natürlich jetzt unbestritten, ne? Das wisst ihr alle. Die Qualität von Flex Event soll ja schon längst ein bisschen höher sein als das hier. Das ist einfach nur wirklich, um zu zeigen, wie kann man mit Paint überhaupt anfangen. So. Aber wir sagen ja auch immer so schön, Paint is Pain. Also es ist eigentlich eine Qual, hier mitzuarbeiten. Ist jetzt ein bisschen gemein für das Programm. Das hat bestimmt auch Gefühle. Aber mittlerweile ist das für mich nicht mehr so die beste Wahl, muss ich einfach mal sagen. So. Sieht auch wunderschön pixelig aus. Ach so, genau. Stimmt, das wird ja hier verdeckt. Sollte natürlich klar sein. Dann ziehen wir das hier genauso rüber wie gerade auch. Wieder ein kleiner Trick. Hintergrund rot machen. Dann können wir das hier jetzt ausschneiden. Und es ist im Hintergrund rot gewesen. Das heißt, es ist weg. Das ziehen wir jetzt hier runter bis zum Rumpf. Genau, jetzt können wir übrigens noch Folgendes machen. Wir nehmen uns jetzt mal hier unser Rechteck und das soll grau sein, denn wir wollen jetzt diesen Bereich hier doch lieber grau machen. Machen wir mal so. So. Das können wir jetzt noch ein bisschen nach rechts rüberziehen. So, bis dahin grau. Jetzt ist aber der Innenraum dieses Rechtecks noch rot. Wir können jetzt machen, füllen einfarbig. Das heißt, er füllt jetzt dieses Rechteck mit einer Farbe, und zwar mit welcher Farbe? Mit unserer zweiten Farbe. Auch grau auswählen. So, jetzt ist es grau umrandet und grau innen drin.
Sieht wunderschön aus, die Lok, oder? So. Den Trick, den wir jetzt gerade gemacht haben, der einmal funktioniert, funktioniert auch zweimal. Kopieren. Einfügen. Spiegeln. Dran setzen. So. Jetzt muss ich nur wissen, jetzt kommen wir zu einem anderen Problem. Wie weit muss ich jetzt rechts rüber gehen, damit es genau passt? Denn diese Ecke hier unten rechts, die überschreiben wir jetzt gerade so, ne? So. Jetzt müssen wir uns einen Trick machen, und zwar, oder uns eines Tricks bedienen, nämlich bei Auswählen kann man hier auf transparente Auswahl. Das bedeutet, das, was wir einfügen, das hat ja eigentlich einen weißen Rand, aber dadurch, dass der Hintergrund auch weiß ist und das Ding transparent sein soll, verschwindet alles, was weiß ist, sodass wir jetzt hier genau sehen, wo wir es dran setzen müssen. An der rechten unteren Ecke können wir es erkennen. Ne, wenn ich das jetzt nicht transparent hätte, dann sehen wir es wieder schlecht. Seht ihr das? So, transparente Auswahl. Na, daneben klicken, fertig. Graues Dach. Oh, graues Dach, sehr detailreich. Ich weiß. So, okay, sieht wunderschön aus. So, wenn wir jetzt die Front machen wollen, dann müssen wir das ganze Blatt nach rechts rumdrehen. Das können wir machen wieder mit unserem Auswahl-Tool. Nichts markieren, dann gilt nämlich das ganze Blatt als ausgewählt. Rechtsklick, drehen, Rechtsdrehung. Dann sieht das ganze Blatt jetzt so aus. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Problem bei Paint. Und zwar, wir können keine Lineale benutzen. Also beziehungsweise schon, aber nur für gerade Linien. Wenn das hier so schräg ist wie hier an der Front, wo das abgeschrägt sein sollte, da haben wir kein Lineal für. Deswegen mag ich das übrigens auch nicht besonders, das Programm. Ich habe mir damals einen schönen Trick ausgedacht, und zwar nennt sich das Geodreieck dranhalten. So, von diesem Punkt hier lese ich jetzt ab, bis hierhin sind 6,5 cm. Wichtig ist jetzt, dass ich nicht den Zoom hier verändere, weil sonst ist das natürlich wieder anders. Aber wenn wir das jetzt so lassen wie gerade, dann müssen das hier auch 6,5 cm sein. So, suchen wir hier 6,5 cm, sehe ich auf meinem Geodreieck. Ihr seht es leider nicht, das ist das Problem des Programms. So, das müsste dann da sein. Und die weiteren, das was noch fehlt, sind etwas über 9. Etwas über 9, dann sind wir hier. So, jetzt wisst ihr übrigens auch, warum meine Modelle bis 2020... alle so ein bisschen ungenau und einfach qualitativ nicht so hochwertig sind, weil ich genau so designt habe wie hier. Genau so. Alle anderen Designer machen schon lange nicht mehr, obwohl doch, Paul macht auch noch mit Paint, aber alle anderen machen mit Paint.net. Und Paul macht tatsächlich mit Paint gute Modelle, also es ist scheinbar doch möglich. Also wenn ihr Paint unbedingt verwenden möchtet, dann macht das ruhig. Man kann damit Erfolg haben, aber Paint.net finde ich jetzt mittlerweile besser. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich weiß es nicht. Mir redet ja auch so wenig jemand zwischen, mir redet keiner zwischen, wenn ich hier ein Video mache. So, vielleicht sollte ich mal Livestream oder so, dann könnten wir sagen, dass sie die Klappe halten soll. So, genau die gleichen Übertragungen hier, wie lang die Entfernung sein soll, die müsst ihr natürlich auch für diese Design-Elemente machen. Diese Linie hier zum Beispiel, also diese graue Linie. Ich mache sie jetzt einfach mal gelb, damit ihr sie seht. Diese Linie hier müsst ihr natürlich dann auch hier rüberbringen, ne? Genau mit dem gleichen Prinzip wie gerade, mit Geodreieck. So, okay. Was soll ich jetzt großartig noch dazu sagen? Genau, Text könnte man noch machen. Ich drehe das Ding wieder nach links rum. Wenn wir jetzt zum Beispiel DS drauf, oder wir wollen jetzt Flexevent draufschreiben, dann Texttool auswählen, ne? Das hier, und irgendwo klicken, wo wir was hinschreiben wollen. Da oben können wir dann verschiedene Sachen einstellen. Schriftgröße, Fett, Kursiv, Unterstrichen und hier die Schriftart. Warnschrift ist eigentlich immer ganz gut. Undurchsichtig oder durchsichtig? Undurchsichtig wäre so, dann wäre der Hintergrund hier, also die zweite Farbe wäre wieder wichtig. Zweite Farbe ist weiß, zweite Farbe könnte auch grün sein. Aber wir wollen ja sowieso, dass es durchsichtig ist. So. Jetzt können wir hier Flexevent draufschreiben. Genau die richtige Schriftgröße. Machen wir mal 22. Reicht vollkommen. Flexevent.
Superlock. So, sobald ich daneben klicke, verschwindet dieses Texttool und du kommst an diesen Text dann auch nicht mehr ran. Ihr könnt euch vorstellen, wie lustig das war, als ich in dem letzten Video, da habe ich noch alle Teilnehmer des YouTube-Wagens aufgeschrieben, wie lustig das war, wenn man da sich verschrieben hat und dann das Textfeld beendet hat. Dann kannst du nämlich alles nochmal neu schreiben oder genau den Buchstaben raussuchen, wegradieren, weil dieser Text dann nicht mehr Text ist, sondern Bild. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier das X weghaben möchte, weil es ein Y sein muss, wir heißen ja Flay Event, weiß ja jeder, dann müssen wir das hier einzeln rausradieren und dann mit dem Texttool ein Y raussuchen, das einfügen, daneben klicken und dann haben wir da Flay Event. Oder Flay Event? Klingt gut, ich sollte mich umbenennen. So. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen und bis demnächst. Ich hoffe, ihr schaut bei Minecraft Stadt Flexingen vorbei, sonst bin ich enttäuscht. Da müsste übrigens ein Komma hin. Vor sonst und ein Komma. Wenn du übrigens dieses Textfeld zu klein machst, dann ist der Text nachher auch weg. Ne? Das steht dann da also einfach nicht. Also macht es nicht so. Ich speichere das Ding jetzt mal einfach unter Desktop Superlock. Tschüss. Die Strichstärke, meine Güte.